Tag Leute, hier ist wieder den Hotte mit einem seiner töften Videos aus der Reihe. Hotte erklärt dich den Robot. Heute ein Beispiel von der Stadt Essen. Essen ist einer gefälschten Urkunde nach in den Jahr 852 gegründet worden. Und zwar genau an der Kreuzung von zwei alten Verbindungswegen. Das war einmal den Hellweg und einmal die Strata Coloniensis, die von Köln über Kettwig, Essen, Münster nach Norddeutschland am Führen ist. Und genau an dieser Kreuzung hatte den Altfried, was den vierten Bischof von Hildesheim war, ein Gut, ein Gehöft, was Ast Niti am heißen war. Daraus ist dann Ast Niti geworden. Ja, da hat man sich überlegt, nach der Sprache von der Latrina hört sich das alles ein bisschen vornehmer an. Und so wurde Assindia daraus. So heißt jetzt immer noch Sprudelwasser oder Logen oder Versicherungen. Ne? Und aus Assindia wurde dann Essende, daraus Essend und daraus Essen. Das hat also nichts mit Spachteln, Happa Happa, Verkasematuckeln, Nahrungsaufnahme zu tun, sondern kommt von Asniti, wo keine Sau weiß, was dann eigentlich am Bedeuten ist. Dieser Altfried hat auf seinem Gut ein Damenstift gegründet. Das ist jetzt kein rosa Plüschkugelschreiber, sondern so eine Art Kloster, wo allerdings nur die Chefin, die Äbtissin, nach Ordensregeln leben muss. Die anderen nicht. Die durften auch ihre Preziosen und Geschmeide behalten. Das mussten die nicht in eine Tonne kloppen. Das ist wichtig, weil das Stift Essen ein ganz besonderes Damenstift war, nämlich nur für die ganz Gepuderten, für die ganz Hochwohlgeborenen. Hier waren nur die extremst hochadeligen Damen, also die mit richtig Asche auf der Tasche. Nicht die Blaublütigen, die Ultraviolettblütigen, die zwei Flaschen Wodka-Blaublütigen waren in Essen. Was meinst du wohl, warum den Domschatz zu Essen einer von den prächtigsten in ganz Europa ist? Das ist doch kein Zufall. Hier waren Damen aus der Kaiserfamilie. Die letzte hier hieß Kunigunde von Sachsen, königliche Hoheit zu Polen. Und jetzt weiß er auch, wofür so ein Damenstift gut ist. Wenn jetzt so ein Kaiser oder König oder wichtigen Herzog seine Olsche loswerden wollte oder zu Hause irgendeine Tochter herumsitzen hatte, irgendwie so eine abgewrackte, abgetakelte Wuchtbrumme, die er beim besten Willen nicht gewinnbringend an den Mann bringen konnte, dann saß sie ja nur doof zu Hause rum, ging ein tierisch auf den Sack, fraß einen den Kühlschrank leer und kackte einem die Bude voll. Und irgendwann konnte sie die alte Hackfresse einfach nicht mehr sehen. Was tun? Ab in den Orkus, in so'n Damenstift. Das war eine Versorgungsstation für die bucklige weibliche Verwandtschaft. Da warst du die einfach los. Okay, auf der anderen Seite wollten auch nicht alle verheiratet werden. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Weil das nun alles hochadelige Damen waren, hieß sie Obermatrone auch nicht Äbtissin, sondern Fürstäbtissin. Und genau das war sie auch. Reichsfürstin. In der deutschen Kleinstaatlichkeit war Essen ein selbstständiges Ländchen. Kein Schmonzes. Das ist das einzigste selbstständige Ländchen in der deutschen Kleinstaatlichkeit, was nicht bekannt ist, was 1000 Jahre lang durchgehend, ausschließlich und nur von Mädels regiert wurde. Das erklärt auch die hohe Anzahl an Schuhgeschäften in Essen Stadtmitte. Das hat alles eine völlig natürliche Erklärung. Wenn du hier am Essener Hauptbahnhof ankommst, dann steht genau gegenüber, überm Hotel Handelshof, Essen die Einkaufsstadt. Und jetzt weißt du auch, warum. Frauen denken praktisch. Männer hätten da nur Bierbuden hingesetzt. Ist auch schön, aber anders. Apropos Handelshof. Den Handelshof ist von den Eltern von so einem unbekannten Nachwuchsschauspieler betrieben worden, der nebenan in Kettwiger geboren wurde. Boah, wie hieß der nochmal? Rühmann, Heinz Rühmann. Vielleicht habt ihr von dem ja schon mal gehört. In Mülheim gab es auch so eine Versorgungsstation für überzählige höhere Töchter, das Kloster Sahn. Das war aber bei weitem nicht so bedeutend wie der Damenstift in Essen. Da waren nur Töchter von niederen Landadel untergebracht.
Ne? Das wurde 1214 gegründet. Und die erste Äbtissin hatte den schönen Namen Wolberna. Ja, heute heißen die Jacqueline oder Mandy Chantalle. Das hat sich ein bisschen geändert. Die Mädels in Mülheim waren wohl ein bisschen renitenter. In der Zeit von der Reformation wollten sie das Abendmahl auch in der Vision von den Martin seine Protestlervereinigung. Das ging so weit, dass den Obermacker, den Abt von Gamp, was heute Gamp-Lindfort ist, die Äbtissin vor die Tür gesetzt hat, weil die sich auf der Nase hat rumtanzen lassen. Und dann hat er so eine richtige Kampfdrohne installiert, die den Mädels gezeigt hat, wo der Hammer hängt und was Ambach ist. Danach war wieder Zucht und Ordnung in der Bude. Es wird überliefert, dass so ein umherziehender Puppe an des Klosters Mauern versucht hätte, die Nönnekes nochmal von den Vorzügen von dem Protestantismus zu überzeugen. Was wohl einen ziemlichen Schuss in den Ofen war, weil die Nönnekes haben so vehement auf ihre Orgel gefiedelt, dass dem guten Manne Hören und Sehen vergangen ist und letztendlich wohl auch die Stimme versagt hätte. Das nennt man dann durchgeorgelt werden. Auf der anderen Seite von der geistlichen Macht hasse die weltliche Macht in Form von der Essener geschicket Ratshaus. Essen hat sich immer gerühmt, Deutschland sein höchstes Ratshaus zu haben, bis sie nach der Wiedervereinigung gemerkt haben, oh, in Leipzig, der Ratshausturm, ist noch 1,50 Meter höher. Jetzt ist es nur noch Nummer 2. Aber dafür hatten sie was Bombfortionöses, was du nirgends sonst gefunden hast. Beim Bau von den 23 Etagen haben sie sich gedacht, dass ja jetzt auf jeder Etage so eine Keramikausstellung ist, also ein Lokus. Natürlich auch mit Waschbecken und Cremeseife. Und zumindest in der Mädels ihrer Abteilung wird das ja auch benutzt. Wir Männer schonen ja die Ressourcen der Erde. Ja, und damit jetzt nicht den armen Hausmeister 23 Etagen rumstratzen muss und sich ein Wolf am Laufen ist, haben sie in der Wand von den Dingen beim Bau eine Leitung intrigiert, dass ihn im Keller nur so ein Hebel betätigen muss und dann schießt die Cremeseife durch die Gekröse und wird direkt im Mang in den Behälter nachgefüllt. Ja, da schaut sie was. Was haben wir immer gesagt? Kein Hemd überm Arsch, aber auf goldenen Klos scheißen. Mein Großvater hat das noch profaner ausgedrückt. Der hat immer gesagt, keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln. Ja, und jetzt ist das System Blender. Ja, und die Stadt pleite. Jetzt haben sie keine Kohle mehr für die Reparatur. Jetzt muss auch hier den Hausmeister hoch und runter latschen, für um eine Cremeseife nachzufüllen. So ändern sich die Zeiten. Nach der Auflösung von dem Stift kam eine neue Macht nach Essen in Form von einer Krups. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wie wichtig die Krups immer für Essen waren, das siehst du an dem Spruch, den in Essen jeder kennt, der da lautet, was Krupp in Essen sind wir im Trinken. In diesem Sinne, bis die Tage, euer Notte.